So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ein kleines bisschen die GoFest Edition, weil das Berliner Wochenende liegt hinter uns. Deswegen werden wir Sachen aus Berlin hier drin haben, ein bisschen. Ich habe aber trotzdem gefühlt so wenig Bilder bekommen, dass ich gar nicht viel aussortieren musste. Und ohne Celal wäre überhaupt gar keine Sendung zustande gekommen, weil für 20 Bilder brauche ich dann keine Folge machen. Aber er schickt ja alleine immer schon 150 Stück und dann passt das auch. Ich sehe mal richtig gesund aus, weil ich ein ganz rotes Gesicht hatte die ganze Zeit und es jetzt eigentlich richtig farbig und gut aussieht und nicht so blass wie sonst. Es ist mega warm, ich bin total spät dran. Hannes und Kästus sind ja noch da, die sitzen gerade im Nebenzimmer. Chill ein bisschen, ich muss noch arbeiten und heute Abend ist natürlich auch wieder die Raid-Stunde, die Raid-Mania. Ihr könnt mich einladen zu euren Arktos-Raids, Raid-Mania-Punkte verdienen und ich XL sammeln, das ist nämlich wichtig. Jetzt aber nicht viel Gelaber, wir starten direkt rein in die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Daniel Grimm, der hat in den 2 Wochen jetzt insgesamt 600% im Mewtwo zusammengekrüppelt, ne? Beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel er vorher schon hatte. Jetzt hat er aber auf jeden Fall 6 Stück nach dem letzten Mewtwo-Ding und das bei gerade mal 527 Mewtwo-Raids. Ich habe 1300 irgendwas mittlerweile auf dem Tacho und habe gerade mal 200er. Und das eine ist sogar ein schlechtes, weil es mit Rüstung ist und dann eben nicht so ein gutes Mewtwo ist. Obwohl das natürlich seltener ist. Dann bin ich mit Molly Glücksfreund geworden. Dann hat mir der Chevy ein Bild geschickt vom GoFest mit mir zusammen, so richtig genial. War auch cool, dass wir abends dann zusammen noch zum Abendbrot gegessen haben. Das werdet ihr dann aber im GoFest-Vlog-Video sehen. Donnerstag und Freitag, jeweils 20 Uhr, kommen da 2 große Videos auf euch zu. Dann Kevin Tirchhoff. Ich habe den Kollegen von ihm, Ed Ramses der Dicke, ich habe gar kein Video dann dazu gemacht, dass ich mir wirklich ein Pikachu gekauft habe und das, Glumanda, ist der Kollege dazu, im Wert von 50 Euro. Aber gut, das werdet ihr am Donnerstag in den Videos sehen, was da alles war. Heigo hat sich hier 100er Krypto gegönnt, sieht auf jeden Fall auch prächtig aus. Eiskorpions, erster Raid, haarscharf, ist zwar ein Shiny, aber noch kein 100er. Hier im zweiten Raid dann das 100er Arctos, aber eben kein Shiny. Trotzdem fette Sache, Geitsch hier mit dem Shiny Funpi. Dann bin ich mit Shenaya Glücksfreund geworden. Mein erstes mit ganz wenig Items aus dem Raid Lennart, ein Shiny Arctos bekommen und nur 3 goldene Himmis. Ich achte da gar nicht drauf, also ich gucke da eigentlich nie auf die Belohnungen. Würde mir gar nicht auffallen, selbst wenn ich gar keine kriege, würde ich das nicht merken. Dann der Natusek. Danke Jenna für den Duo Raid, vielen Dank nochmal, ganz liebe Grüße gehen an dich raus. Jenna, dein Niklas. Die haben auch Arctos im Duo gemacht, falls die Leute mal fragen, wie viele Leute braucht man? Also im Duo scheint es schon gut möglich zu sein. War ja damals schon so, ist jetzt immer noch. Ihr habt mittlerweile stärkere Pokémon, also habt keine Angst, selbst wenn ihr auf 5 seid. Ihr müsst nicht 10 sein. Haut einfach mal drauf. Dann noch die Ausbeute hier. Meine GoFest Shiny Ausbeute. Ich finde, da sind ein paar schöne Shinies dabei. Liebe Grüße, der Natu, Zack. Ja, Standard, Kram. Hier, die Cognito ist nett. Ein Highlight. Dann hier, Grillmack ist am Start, ne? Dann hier noch ein Grillmack und Krebskorps. Ich finde neuere Shinies immer interessanter. Dann noch ein Krebskorps da, ein den Pilz, den Pogepilz. Ich kann nicht reden. Dann das Tarnpignon war auch neu. Relaxo mit Hut 2-mal. Wenn ich mir angucke, wie der die alle beschriftet hat, dafür würde mir übelst die Zeit fehlen, wenn ich eins fange und dann weiter und da fängst du eins und dann musst du erstmal die Uhrzeit aufschreiben und die durchnummerieren und sonst, das würde mir ewig viel zu lange dauern, aber man weiß natürlich genau dann, wann, wie, wo, was gefangen wurde. Das Highlight für viele an dem Tag war sicherlich das 100% Relaxo, was im Park saß, da alle hingerannt sind. Dafür müsst ihr euch unbedingt dann das Video angucken, wie das war. Dann Grüße aus Kühlungsborn, da steht nur Deutschland, was hier in den Urlaubsorten normal ist, scheinbar. Jo. Deutschland, fertig, Hauptsache aus Deutschland, 100er Sonnenfell vom Lennart, dann Genaya hier, erlöstes 100er Potrot, Shiny Lambi, Shiny Stolunior, Shiny Zickzacks, Shiny Arctos, 100er Ladybar, Daniel Love mit dem 100er Glücks Onyx. 96er Apex Krypto Lugia könnte man zum 100er lösen, kann man aber auch so lassen. Das ist schön, ach der ist schön gerade jetzt bekommen, 100er,
Shiny Don Fun. Es steht doch alles da, wie es ist. Selal, da beginnt die Selal Edition. Chanera, Shiny. Shiny Chanera, 100er Balgoras. Durch einen Tausch erhalten. Shiny Glibunge. Wenn die Kollegen meinen, es reicht langsam mit dem Alkohol. Also, der Selal schickt mir immer Saufbilder. Warum das denn? Dann 100er Mewtwo bei Selal. Starly Community Day. Juli 22nd, die Yalga Raids. Also geht mal weg mit dem Community Day, wir wollen die Yalga Raids. Bei mir, ich freue mich eigentlich mehr auf den Community Day, da ist für mich was Neues, beim Yalga nicht. Bin fertig mit Yalga, brauche ich gar nicht mehr. Dann ein Meme auch von den Simpsons, wo es diese Malibu Stacy gab und dann alle, es wird eine neue Malibu Stacy geben und die hatte dann einfach einen Hut auf und es war komplett die gleiche Puppe, die hatte nur einen Hut auf und alle sind ausgerastet, ja, sie hat einen neuen Hut. Das fanden sie total dumm, dass die Leute so abgezockt werden. Und das gleiche hier mit Pikachu. Es ist so ein Standard-Pikachu, nur mit einem Hut auf. Aber das aktuelle Pikachu ist einfach genial. Das hat nicht nur einen Hut, das hat auch eine Fliege. Das sieht einfach unglaublich toll aus. Habt ihr schon ein shiny Pikachu von dem neuen mit dem Cremetöttchen-Hut? Schreibt es mir in die Kommentare. Selal hier, erlöstes Traumato. Shiny Mangunior, 100er Hydropi, Shiny Arctos, Shiny Beditza, Shiny Sengo, 100er Grillmark. Spiel, Spaß und Spannung. Du spielst Bello. Statt Cello gibt's Bello. Shiny Charmian, Shiny Zickzacks, Shiny Dusselgur, Shiny Haspiror. Niantic, wie sich's freut, dass es das 250 Coin Fanrate Pass Bundle begraben hat. Rigi Eis oder Regice in der Sonne, was dann einfach schlank wird und glänzt und toll aussieht. Selal, erlöstes 100er Obei, Shiny Ladybar, Lost Lift. Eigentlich brüde ich nur 7er Eier für Shiny Gala Mauzi und Mauzi XL. Aus Versehen einen 5er mitgenommen, zack, Shiny Togepi, hat mir noch gefehlt. Auch mitgenommen, Dennis König, gestern im Stream Arctos Raids für Zuschauer mitgemacht. 100% Shiny Arctos bekommen. Und er hat sogar das Bild geschickt. Das haben ja so viele Leute mal. Ich habe einen Shondo, ich habe noch einen Shondo, ich habe schon wieder eins. Aber keiner zeigt das mal und manche trollen wahrscheinlich immer nur rum. Dennis hat gezeigt, bei ihm hat das wirklich gepasst. Glückwunsch natürlich an der Stelle. Super, dass das auch im ersten Ball drin bleibt. Kuselinchen, noch ein altes Bild hier mit dem Shiny Mewtwo, Shiny Dittos, Shiny Bisasam, Chanera, Shiny Arctos. Pokehanda auch, hier 30.06. England, Königreich, Dings, ist das vom, ist das aus dem, ja, wer raidet denn in England? Außer ich gestern Abend schon wieder, weil es die Zeit vorbei war, auch beim Pokehanda 100er Mewtwo, das schlechteste Schabelle, was man aus dem Dings ziehen kann, mit 10-10-10 Berlin. Dragonite, noch ein Onyx aus dem 3D-Drucker als Abschiedsgeschenk bekommen, sieht auf jeden Fall sehr gut aus, gibt's glaube ich auch im Orion, kannst du dir nachträglich noch eins kaufen? Kaiser Kai, hast du in deinem Video mal gesagt, dass das selten ist? Wusste ich nicht mal. 100% Ninja Tom. Kann man ja, glaube ich, nicht wild fangen. Gab es nur aus einem Feldforschungsdurchbruch mal und man hatte viermal die Chance, eins zu kriegen. Glaube ich. Und dann 100er ist auf jeden Fall brutal. Noxy, so mein Lieblings-Pokémon-Go-YouTuber. Hümmelchen und ich waren am Sonntag zum Go-Fest. Meine Ausbeute waren 2,7 Millionen MP. Fast 1000 Pokémon, 28 Shinies, 15 Kilometer am Fuß im Park. Ich fand das Go-Fest sehr gut. Allerdings ging es uns so wie dir, dass wir die Habitate kaum auseinanderhalten konnten bzw. finden konnten. Mit freundlichen Grüßen, der Noxy. Ich dachte immer, Noxy ist eine Dame. Und jetzt ist es der Noxy. Und deswegen gehört Noxy und Hümmelchen auch zusammen. Aber das ist ja in der Community, gerade wenn du Leute auch live getroffen hast, und da ist der kleine Süße plötzlich ein großer Robuster und der große Robuste ist plötzlich ein... Da ist sehr interessant auf jeden Fall immer, was sich hinter den ganzen Namen verbirgt. Man sieht die Ausbeute hier auch, was ist da interessant, was ist da cool. Natürlich das Shiny Relaxo oder auch die Shiny Incognitus hier, Hutsasa, da schon der Wickelgrid, Cheetah Darkrai dabei. Grillmack, Krebskorps, Shiny Incognitus. Das ist aber schon wieder Luigi Sarada. Da müssen wir aufpassen. Genau, das ist Luigi Sarada. Ganz am Ende ist der letzte, den ich gesehen habe dann. Das war genial, der Moment. Leider ist der Moment an sich so nicht dann drauf, aber dann eher trotzdem drauf. Aber wie das einfach... Hä, Ramses? War auf jeden Fall cool. Grüße an Luigi Sarada an der Stelle nochmal. Hier auch, also Grillmarkt bekommen. Hier Geronimats, Shiny Incognitus, da ein paar mitgenommen.
und dann auf dem kleinen Account ein 100%, was man sich ja leider nicht tauschen kann, mit Maggie, 100er Relaxo und vielleicht wird es Schocker der Woche, 100er Mewtwo, ist nicht gemaxt, also brauchst du mir da gar nicht hier mit unter die Nase reiben, ne? Maggie, wenn du noch ein Autogramm brauchst, sag Bescheid, ich brauche eigentlich keins, aber der Niklas wollte ja unbedingt eins. Vielleicht kannst du dem Niklas ja einfach eine Karte schicken, wo Schilling draufsteht und schreibst daneben für Niklas. Und dann ist das so, als hätte der Schilling das geschrieben. Man könnte natürlich auch eine Karte nehmen und selber Schilling draufschreiben und das würde wahrscheinlich auch gehen. So. Oder du schickst, ich schicke dem Niklas eine Karte, wo gar nichts draufsteht und er schreibt selber Schilling drauf und dann ist das so. Marvin hier, 100er Arctos, Shiny Arctos, Tobias Jan, Beheiße, der jetzt Brandon1091 heißt. Guck, ist ein neuer Account, richtig genial. Hat ja ein schönes Gruppenfoto, da oben ist auch noch der Schilling mit drauf. Mache ich jetzt nicht groß, wir wollen hier nicht die Leute einzeln, ne? Deswegen, ihr seht die Leute auch in dem Video nochmal. Sören, Mittwochshundo, auch noch Mewtwo mitgenommen. Alexander Ahringer, heute entflohen, 100er Mewtwo, wäre mein Ziel gewesen, den zu maxen. Das ist natürlich ärgerlich, aber kommt ja bestimmt wieder und dann hat man die ganze Kacke wieder an der Backe. Endlich bekommen 100er Glumanda, Perdo, 100er Isso, saftiger Döner von Noah, dann Jack Shiny, Shiny Mewtwo aus der Go Battle League, Krypto Radfratz 100 und ein Schlurp auch aus der Go Battle League. Lohnt sich also. Übrigens kann man am Wochenende, wenn man GBL zockt, schon ab Rang 16 legendäre Encounter bekommen und nicht erst ab Rang 20. Thomas Speck hier noch, 100er Magma, 100er Arctos, Shiny Arctos, 98er, 100er Panzer Aeron, Velursi 100. Klimaris. 100% Krypto Mewtwo. Und 100% normales Mewtwo. Jetzt noch ein 100er erlöstes Mewtwo und dann ist die Sammlung fast perfekt. Noch ein 100er Shiny Mewtwo, genau. Thomas Speck, nochmal hier. Hä? Nochmal 100er Arctos. Dann hier Daniela Pripizza im Pizza-Garten von Berlin. Hat ein Foto gemacht vom Molung und irgendwie hat sich in eine perverse Position begeben. Da ist die Entwicklung und dann ist das Normale und das eine hat auf dem Kopf und das andere auch und dann steht das dort und die Arme gehen direkt um den Hals drum und fassen das an. Also das sieht auf jeden Fall, das muss so sein. Das ist, wie kann sowas im Spiel überhaupt passieren? Dann hat der Benjamin Engel ein Duo-Ray wieder mal gemacht. Ging locker flockig von der Hand, hat er ja gesagt, alles. Boah, doch Silvio, wir sollen ihn Shinux nennen, auch seine Ausbeute hier dabei. C-Day? C-Day? War uninteressant, hätten wir auch weglassen können. Grüße an Shinux, Cumulus, Arctos, Shiny und Shiny Voltoball, Henry Nicky aus dem Ei bekommen, 100er Pantimimi, Shiny Dusselgur, gerade aus dem Ei bekommen, 100er Tragosso und ich finde, das ist ein super geniales Bild, weil das Handy einfach so klar und deutlich und ist. Manche machen ein Foto von ihrem Handy, das sieht wirklich aus wie Mist. Das ist ein richtig cooles, scharf gestochenes Bild. Skinny, hallo Ramses, vielleicht ist das was für Raider Mittwoch. Eine Freundin war heute beim GoFest in Berlin und hat mir das rübergetauscht. Nicht gefangen, sondern getauscht, dadurch wieder besonders. Und das war's eigentlich schon. Wir kommen noch zum Schocker der Woche. Kurze Edition heute und ich bin auch froh drum. Ich bin ein bisschen, ne, ich sehe verdammt gut aus heute. Nur durch den Sonnenbrand. Ach so, ja. Jetzt noch der Schocker der Woche. Man muss es nochmal dazu sagen. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, keinem geringeren als Thomas Rothe, aka Moonlight. Der nehme ich einfach aus der Forschung 100% Schabelle bekommen. Schabelle. Finde ich auf jeden Fall mega stark. Ihr konntet ja gar keine Raids machen. Ich dachte, man kann da auch raiden. Viele haben gesagt, lädst du zu Schabelle ein und sonst was. Zum Glück gab es keine Raids. Ihr habt nur eins bekommen aus der Forschung mittendrin. Und genau dieses eine ist einfach ein 100% beim Thomas geworden. Richtig stark, fand ich cool. Ist für mich ein Highlight. Dann das 100er Relaxo hat ja jeder bekommen, gefühlt, der dann dort war und alles. Aber 100% Schabelle, richtig pervers. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Denkt dran, heute 18 Uhr Raid Mania. Ladet mich bitte zu eurer Arctos Raids ein. Ich brauche noch ca. 20 Stück. Dann habe ich meine XL voll, dass ich mal Arctos 100% maxen kann. Wohl dann am Montag. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.